Hi, wir sind Jasmin und Alex vom Reiseblog Pocket Full of Memories und aktuell auf Weltreise. Wir nehmen euch in diesem Video mit auf die drei Gili-Inseln in Indonesien, und zwar auf Gili Travangan, Gili Meno und Gili Air. Von Seminyak auf Bali rüber nach Padang Bay mit dem Van gefahren und von da aus mit der Fähre auf Gili Travangan angekommen. Ja, und hier sind wir jetzt direkt am Hafen. Das Ganze hat 18 Euro gekostet und jeweils die Fahrten, also sowohl mit dem Van als auch mit dem Boot, haben 1,5 Stunden gedauert. War vollkommen in Ordnung. Auch unsere Bootsfahrt war ein Traum, super entspannt. Wir haben aber schon anderes gehört. Das heißt, wenn ihr seekrank werden solltet, dann nehmt eine Tablette auf jeden Fall vorher dagegen. Kann hilfreich sein. Soll wohl nicht ganz ohne sein. Wenn ihr dann Kontakt braucht für eine günstige Überfahrt nach Gili Travangan, meldet euch gerne. Wir haben dann super lieben Kontakt an der Seite. Gili Travangan ist tatsächlich gar nicht so groß und deswegen werden wir die Insel einfach komplett innerhalb von 2 Stunden zu Fuß umrunden. Total verrückt. Ja, ihr habt die Möglichkeit, zu Fuß hier einfach rumzulaufen oder mit dem Fahrrad oder mit der Kutsche. Kutsche haben wir gesagt, das machen wir nicht, und Fahrrad passt einfach gerade nicht dazu, weil wir halt auch unterwegs viele Fotos und Videos machen. Deswegen zu Fuß, und ich glaube, wir werden viel Spaß haben auf jeden Fall. Ja, ich hoffe. Also der erste Eindruck ist top, das ist ein richtiges Inselfeeling hier. Die Kutschen im Hintergrund, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Ja. Aber der erste Eindruck ist top, also Gili Travangan ist echt paradiesisch. Und dafür, dass alle sagen, es ist eine Partyinsel, müssen wir tatsächlich sagen, bisher kommt es uns noch gar nicht so vor. Wir sind gut eine halbe Stunde gelaufen hier am Strand entlang. Überall steht Turtle Point und wir waren so, okay, alles klar, den nächsten Tag müssen wir auf jeden Fall schnorcheln gehen, um Schildkröten zu sehen. Und dann sitze ich hier auf der Schaukel und Alex packt die Drohne aus und sagt plötzlich, Jasmin, da sind ganz viele Schildkröten und du siehst die einfach vom Strand aus. Oh mein Gott. Der Wahnsinn. Also erst war es mal eine und dann kam auf einmal die zweite, die dritte, die vierte und alle auf einem Fleck. Und hier ist halt, hier sind ein paar Menschen, die natürlich um Schnorcheln sind oder am Strand entspannen. Aber es hält sich echt in Grenzen und das ist so wunderschön hier. Es ist ein Traum. Also wir haben welche mit der Drohne gesehen, aber man sieht sie tatsächlich auch, wenn man einfach am Strand steht. Dann guckt so ein Kopf plötzlich nach oben. Es ist so traumhaft schön hier. Wir stehen gerade hier am Turtle Point. Genauer gesagt gibt es zig Turtle Points hier auf der Insel und hier werden wir gleich mit Schildkröten schnorcheln. Ja, das Equipment dafür, das gab es bei unserem Hotel einfach mit dazu. Also müsst ihr nichts extra für bezahlen.
Aber wenn ihr nichts habt oder auch kein Hotel habt, wo es das gratis dazu gibt, gibt es auch super viele Stände hier, wo ihr euch das ausleihen könnt und dann direkt ins Wasser springen könnt und Schildkröten sehen könnt. Wir freuen uns total. Es ist schon fast eine Schildkrötengarantie. Wir haben nämlich gerade vom Strand aus schon wieder Schildkröten gesehen. Das ist so ein tolles Gefühl, gleich dann mit Schildkröten schnorcheln. It's time that we just let it die. Oh, I can find a higher love over the clouds above. I can find a higher ground. I just have to reach past the summit of life. Für uns geht's heute tauchen auf GDT. Das soll wohl auch richtig schön sein. Wir sollen wohl richtig viel sehen können. Vor allem mit ein bisschen Glück sogar Haie. Ja, wir haben unser Equipment schon an. Es geht auch gleich schon los aufs Boot. Zweimal am Tag geht es hier tauchen, also einmal um 9.39 Uhr so ungefähr und einmal um 1 Uhr. Und wir haben jetzt 3 Tauchgänge gebucht und sind gespannt, was wir alle sehen. Wir freuen uns. Hoffentlich ein paar Schildkröten. Das ist unter Wasser auch immer ein Highlight. Vielleicht sehen wir sogar Mantarochen. Wir sind total gespannt und ich hoffe sehr, dass wir Haie sehen werden. Das wäre wirklich ein Highlight. Wir machen heute einen Tagesausflug nach Gilimeno und zwar nicht mit der Fähre, sondern wir haben uns entschieden, mit dem Kajak rüberzufahren von Gili Trawangan aus. Das Ganze dauert ca. 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie stark ihr beim Paddeln seid und macht eine Menge Spaß. Ja, es war ein richtig cooles Erlebnis. Wir haben sogar eine Schildkröte unterwegs gesehen. Oh mein Gott, die hat einfach ihren Kopf über Wasser gesteckt und ist dann wieder abgetaucht. Richtig, richtig cool. Für uns geht es jetzt aber auch gleich direkt wieder ins Wasser, denn wir schnorcheln hier noch direkt vor der Küste von Gilimeno. Da sind Figuren versenkt worden und die wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. I woke up in the middle of the night. Ooh, na na na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw. Bye.
weiter nach GDR gefahren mit dem Slowboat. Ihr könnt entweder mit dem Slowboat oder mit dem Speedboat fahren. Das Slowboat kostet aber nur knapp 3 Euro und war deswegen deutlich günstiger als mit dem Speedboat. Und es war eine coole Rüberfahrt. Wir haben nur 25 Minuten gebraucht und schon waren wir hier auf GDR. Für uns geht es heute mit dem Fahrrad um die Insel, denn wir haben gesagt, wir möchten ihn auf jeden Fall noch sehen. Und ja, der beste Weg damit ist auf jeden Fall mit dem Fahrrad. Ja, auch gar nicht so teuer. Wir zahlen jetzt 30.000, das sind ungefähr 2 Euro für ein paar Stunden. Ja, und wir sind ganz gespannt, ob uns Gili eher besser gefällt als Gili Travangan oder wie rum es dann am Ende ist. It's like cutting a wound in a bleeding heart. It gets me. But I know that you need it all. Just give me some time, cause I need to know that you're staying. Ooh. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but Gili-Inseln haben uns richtig gut gefallen. Das Wasser ist glasklar blau, die Strände paradiesisch. Wir haben Schildkröten gesehen, mein absolutes Highlight. Und auch das Tauchen hat super viel Spaß gemacht. Jede dieser drei Gili-Inseln hat so seine Vorteile. Gili Meno zum Beispiel ist einfach super ruhig, als Honeymoon bestimmt richtig, richtig toll. Gili Travangan, da ist ein bisschen mehr los, da ist das Ganze ein bisschen lebendiger. Zu unserer Zeit war es relativ ruhig, also uns wurde immer gesagt, das wäre sehr, sehr laut. Die Partyinsel schlechthin. Ne? Genau, das hatten wir damals auf jeden Fall, also hatten wir da auf jeden Fall nicht. Genau, und Gili Air. Gili Air ist so eine Mischung im Endeffekt aus beidem. Da hast du es ab und zu mal ein bisschen lauter oder ein bisschen lebendiger und halt aber auch die ruhigen Ecken. Super, super schön. Uns hat es auf allen drei ganz gut gefallen. Wir können auch alle drei empfehlen. Gili Travangan ist definitiv unser Highlight. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal für mehr Reisecontent und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche dieser Inseln euch am meisten überzeugt hat.